Hier sehen Sie die Liquid Handling Station. Dabei handelt es sich um einen Pipettierroboter, der zum Dosieren von Flüssigkeiten dient im Bereich von einem Mikroliter bis zu einem Milliliter. Haupteinsatzort sind im weitesten Sinne Labors aus dem Bereich Biowissenschaften und Pharma, die einen kleinen oder mittleren Probendurchsatz haben. Besonderheiten an diesem Gerät ist, wie man sieht, die sehr kompakte Bauweise, 8 Arbeitsplätze auf einer Fläche von 60 x 50 cm, eine sehr intuitive und dabei hochflexible Software und die hohe Präzision beim Dosieren in diesem vorher genannten Volumenbereich. Wesentlicher Vorteil ist, dass man während der Läufe andere Tätigkeiten durchführen kann. Mein Name ist Antonio Romagera, ich leite bei Brandt das Produktmanagement.